Und willkommen zurück zu einem dritten Part vom Bus-Simulator City Ride hier auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Bio. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe voll Bock drauf. Es macht so unglaublich viel Spaß. Ich glaube es nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Ding anfixt. Ich meine, ich habe die ersten Bilder gesehen und dachte mir so, oh, das sieht original aus wie im Bus-Simulator 18 und so. Mich schon richtig drauf gefreut und ich wurde echt nicht enttäuscht. Ja, das ist gerade in der heutigen Zeit ist das schon wirklich viel wert. Ja. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht jetzt was falsch gemacht. Wir hätten erstmal die Route kaufen, bevor wir einen neuen Bus kaufen. Ist egal. Machen wir halt nochmal. Erreiche Fahrstufe 9. Wir haben doch eine neue Route freigeschaltet, oder? Hier Elmbrush. Ah, guck mal hier. 400.000? Ja, Mist. Hier 300.000. Campus Tour Route. Ja, dann kaufen wir die erstmal. Genau, fahren wir jetzt im Elmbrush. Ah, okay. Ich dachte, wir fahren hier alles so am Stück durch. Aber hier sehen wir denn, müssen wir die... Was? 72? Okay. Alter Verwalter. Erreiche Fahrstufe 38. Okay. Okay, also... Um alle Linien freizuschalten, musst du extrem lange spielen. Holy... Gehen wir erstmal doch nochmal in die Routenverwaltung. Da waren wir ja schon richtig gewesen. Denn wir setzen jetzt hier einen neuen Bus rauf. Und zwar den Setra hier. Sehr schön. Und wir werden fahren Campus Tour, genau. Mit dem Renau. Ich finde den, der fährt sich sehr angenehm. Das ist ja ordentlich was zu tun. Naja, ob wir jetzt wirklich hier alle Linien, alle Strecken durchfahren, das weiß ich noch nicht, ob wir das hier schaffen, hier auf dem Kanal. Das ist ja Wahnsinn. So, kommt mal rein. Eine Fahrkarte. Oh, verdammt. Ich musste husten. Danke. Es gibt hier keine Schlaglöcher. Ey, die sind mir. Die geben mir richtig auf den Leim, ja. Oh, es hat funktioniert. Was ist da los? Das machen wir gerade mit dem Blicker richtig. So, einzeln Seniorenticket. Hey Schätzchen, hast du die Windeln gekauft, um die ich dich gebeten habe? Und die Zahnbürste? Du hast die Taschentücher nicht vergessen, oder? Hast du deine Mutter angerufen? Sie hat mir geschrieben, dass du sie zurückrufen sollst. Ja. Nein, sie hat gestern geschrieben. Heiz den Ofen auf 150 Grad vor, okay? Ich bin bald zu Hause. Ja, tschüss. Oh, ich hab geträumt. Ich muss doch raus. Dankeschön. So, Woche Senioren. Besser zu funktionieren. Also gut, Zeit shoppen zu gehen.
Tag Seniorenticket. Be yourself. Okay. Okay, läuft ganz gut hier, würde ich sagen. Letzte Woche wurde ein Typ in Florida festgenommen, der ein Rennen mit einem Bären als Beifahrer gefahren ist. Warum wurde der festgenommen? Und was mit einem Bären? Das jetzt wusste ich jetzt nicht verstanden gehabt. So, Leute, das war's schon. Das war die Universitätenlinie. Null Fehlerpunkte, was ist da los? Oh, sind wir sogar im Ruf gestiegen? Sah so aus, wa? Oh, was war das? 999.000. Gab's einen neuen Bus für uns? Einen schönen Doppeldecker? Wäre das was für uns? Warte mal. Nö. Keine Ahnung, was das war. Alter, aber 680.000, was wir da sind. So, wollen wir mal gucken, was unser Missionsziel jetzt hier gerade ist. Was haben wir denn hier? Fahre die Route Dürr-Ost-Universität. Achso, den haben wir nicht. Erreiche eine Bewertung von über 3 auf folgende Route. Können Sie uns nicht leisten? Zurück zur Schule. Ja. Nee, dann müssen wir sie jetzt nochmal fahren. Machen wir es einfach nochmal, würde ich sagen. Können wir mal Abend machen. Machen wir doch einfach mal abends. So, wir brauchen allerdings wieder mal ein Bildchen hier von unserem. Warte mal. Können wir hier Licht anmachen? Beleuchtung? Beleuchtung, Hupe. Aha. Was können wir hier machen? Achso, ist es nur das? Okay. Geschwindigkeitsregler, Bus zurücksetzen, Warnblinklicht. Okay. Ich brauche eine Fahrkarte. So, einzelne Studenten. Danke. So. Okay, müsste reichen für einen Screenshot hoffentlich. Gut gehabt, ja, aber nicht mitgekriegt. So, Woche Studententicket.
Ich bin aber zu schnell, weil ich den Blinker immer manuell ausmachen will. Aber manchmal macht er dann halt schon relativ schnell alleine aus und manchmal blickt er aber eben. Ich habe mit meiner Chefin über ein paar Probleme geredet und sie hat mir wirklich zugehört. So, einzelnen Studententicket. Die Ampel noch mal rot. Standen wir schon mal an der roten Ampel? Das Stoppschild vorhin gar nicht gesehen. So, eins ins Senioren-Ticket. Aber ich finde, also wie gesagt, also spielerisch macht er mir schon verdammt viel Spaß hier, muss ich ganz ehrlich sagen jetzt. Also, bin jetzt auch zwar ein bisschen ruhiger, weil ich mich natürlich auch ein bisschen konzentrieren muss hier und so weiter und so fort, ne. Schon ein bisschen mit, also mit Gamepad spielen ist schon echt eine Herausforderung, wirklich. Aber oh, so vom Spielerischen her. Ich darf nicht vergessen, mich auf das Meeting mit dem Vorstand vorzubereiten. Macht ja mir schon wirklich echt viel Spaß, ja? Also. Klar, wie gesagt, manchmal ploppen so die Grafiken immer so ein bisschen auf. Die Autos, die kommen manchmal so aus dem Nichts hin, sitzen auf einmal dann vor dir. Ja, das sind alles so Sachen, so die Spiegel halt. Also. Das ist, hier ist es wirklich nur. Bei mir ist das Meckern jetzt rein grafischer Natur. So vom Gameplay. Genau das hätten die einfach für die Großkonsole machen sollen. Wäre alles gut gewesen. Hätte ich gefeiert, das Spiel. Hätte ich absolut gefeiert. So, können wir uns jetzt die neue Route wieder kaufen? Jetzt kommen wir in der Mission halt nie weiter. Rufpunkte kriegen wir mal, das ist gut. Wir haben eine neue Route freigeschaltet. Ey, wir brauchen aber kein Geld. Wie soll ich denn die neue Mission freischalten, wenn wir kein Geld bekommen? Dann muss ich doch einen Bus verkaufen. Weil sonst geht's jetzt nicht vorwärts. Ja, bleibt uns nicht alles übrig. Müssen wir machen. Ich verstehe aber nicht, warum wir kein Geld bekommen. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht mal aus dem Menü raus? Weitere Busse kaufen. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Ich komme hier nicht mehr aus dem Menü raus. Ha, das ist ja auch. Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Ja, Leute, muss ich leider jetzt beenden, die Folge. Müssen wir im nächsten Part weitermachen. Aber irgendwie hat sich das gerade jetzt hier in dem Menü aufgehangen. Sounds kommen, aber das Bild geht nicht mehr zurück. Es sind diese Release-Probleme, die es immer am Anfang gibt. Aber ich denke mal, ist der live und zwar ist die Wender schnell arbeiten. Ich finde es halt ein bisschen komisch, dass wir kein Geld mehr bekommen. Also für Linien, die wir fahren, bekommen wir kein Geld. Das macht echt wenig Sinn. Also kannst du ja nicht nur Geld bekommen, wenn du irgendwelche Missionsziele erreichst. Also das geht ja dann auch nicht. Im Endeffekt mussten wir jetzt einen Bus verkaufen. Ja? Das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Schauen wir uns im nächsten Part an, würde ich sagen. Ich werde das Spiel jetzt erstmal beenden und vielleicht kommt ja bis die Folge hier online kommt, ja schon wieder ein Day-One-Patch oder sonst irgendwie was. Können wir nur die Daumen drücken, aber wir sehen uns auf jeden Fall hier wieder. Auf jeden Fall. Dementsprechend, falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare und sonst hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!